Unser ganzes Leben besteht aus Werkstoffen. Egal, wo du hinschaust, egal, was du verwendest. Und das macht das Ganze interessant. Was von innen heraus die Eigenschaften nach außen hin bestimmt. Und dass man mithilfe dieser Werkstoffwissenschaften und Werkstofftechnik die Materialien verbessern kann, um damit auch neue Anwendungen zu finden. Ich bin die Jessica und ich studiere hier Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie im 10. Semester. Ich habe damals einen Studiengang gesucht, der die Chemie, die Physik und eben auch die Technik verbindet. Wichtig ist zu verstehen, was unsere Werkstoffe machen und vor allem, warum sie das machen. Wir schauen an, wie die Atomanordnung bestimmte Eigenschaften in Objekten hervorrufen. Was mich an der Sache auch fasziniert, ist, dass wir hier in der Lage sind, große industrielle Prozesse selber darzustellen. Allein hier in der Halle verarbeiten wir in einem Prozess alles in einem Schritt. Und wir produzieren hier auf Tonnenebene, verstehen aber auf der Nanoebene die Eigenschaften. Die Nanotechnologie ist sehr, sehr vielseitig. Man kann sehr, sehr viele Richtungen gehen, also ob in die Halbleiterwissenschaft, Biomedizin oder in die Nano- und Mikroelektronik. Das sind die Grundlagen der Computerchips im Endeffekt. Mit den ganzen Forschungen und Entwicklungen können wir Materialien leichter werden lassen, zum Beispiel Autos, und damit die CO2-Emissionen reduzieren. Mir war es auch wichtig, dass es zukunftsorientiert ist und es gibt nicht viele, die das machen. So wie das Fach hier ist, als auch die Menschen, haben mich einfach davon überzeugt, dass es genau das Richtige war, hierher zu kommen. Freiberg ist einfach genauso klein, dass man sich nicht wie eine Zahl vorkommt, wenn man hier studiert. Dass man wirklich fast eine 1:1-Betreuung hat, wenn man ein Problem hat oder auch mal was genauer wissen möchte. Freiberg hat natürlich auch noch viel zu bieten, wie zum Beispiel die alte Elisabeth, wo man abends entspannt den Sonnenuntergang angucken kann. Nach meinem Studium würde ich gerne an der Uni anfangen zu arbeiten, mehr über Werkstoffe herausfinden. Es gibt nicht viele andere Universitäten, die dieses Spezialgebiet haben. Und deswegen ist die Industrie sehr darum bemüht, Studenten unserer Universität zu fördern. Es ist also eine Zukunftstechnologie. Und dass alles hier so auf einem Fleck ist und trotzdem wir so viel machen, das ist einfach Wahnsinn. Das ist klasse.